Etwas abseits meines eigentlichen Tourengebietes liegt die Zillertaler Höhenstraße. Aus dem Tal führen mehrere Straßen hinauf zur Panoramastraße. Die ca. 20 Kilometer lange Scheitelstrecke wurde Anfang der 1960er Jahre angelegt und war ursprünglich dazu gedacht, den Bauern die Bewirtschaftung ihrer Almen zu erleichtern. Touristisch wurde die Straße, damals noch als Schotterstraße, Ende der 1960er Jahre erschlossen. Ab 1978 wird, auf der nun asphaltierten Straße, eine Maut erhoben. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen und ein paar Minuten Urlaub im Kopf. Thank you.
vielen Dank, dass ihr mich im siebten Teil meiner Alpentour 2018 begleitet habt. Im achten Teil dieser Serie nehme ich euch über die Schlägeis-Alpenstraße mit zum Schlägeisspeicher.